habe heute ein richtig cooles Video für euch und zwar sozusagen ein 2-in-1 Video, denn einmal ist es ein Video zum Thema Halloween und gleichzeitig aber auch eine Art ja, Tauschpaket. Und zwar ist das Video in Kooperation mit der lieben Jette vom Kanal I'm Jette entstanden. Falls ihr ihren Kanal noch nicht kennt, dann checkt ihn auf jeden Fall aus. Ich werde ihn auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und zwar haben wir uns ausgedacht, dass wir uns sozusagen 2 Halloween-Looks aussuchen und jeweils dem anderen einen schicken und dazu auch die Sachen, die man dafür benötigt. Und sie hat mir jetzt hier dieses Paket geschickt. Das ist so ein 9-teiliges Halloween-Set mit Latex, Schminke und allem anderen möglichen Kram. Und außerdem noch die passende Anleitung dafür. Und zwar machen wir heute Bloody Eyes. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ihre Anleitung ist super detailliert und super gut geschrieben. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin der absolute Neuling. Ich habe noch nie sowas gemacht. Deswegen bin ich jetzt besonders gespannt. Und los geht's. Erstens sollte ich mit einem Wattestäbchen diesen flüssigen Latex auftragen. Und hier bleibt ihr gesehen an meiner Reaktion. Das hat ziemlich gebrannt in den Augen, obwohl es gar nicht in die Augen gekommen ist. Meine Augen waren einfach ein bisschen empfindlich an dem Tag. Ich sah auch ein bisschen fertig aus. Tut mir sehr leid. Auf jeden Fall habe ich das dann so ein bisschen trocken geföhnt. Das hat sie mir auch in die Anleitung geschrieben. Und dann habe ich das Ganze mit transparentem Puder so ein bisschen mattiert, damit es eben nicht mehr so glänzt. Das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil es eben dann alles nicht mehr so super doll glänzt. Und dann bin ich einfach mit Concealer drüber und habe das Ganze so ein bisschen eingeklopft. Dann verteilt sich das auch sehr gut und es wird wirklich ein bisschen unsichtbarer, dass man da irgend so eine Schicht drauf hat. So soll es ja auch sein. Zumindest sieht es ein bisschen hautähnlicher aus. Und als nächsten Schritt hat Jette mir auch in die Anleitung geschrieben, dass ich mit einem Stift oder mit irgendwas Spitzerem versuchen soll, diese Latexhaut so runterzuziehen. Praktisch damit da so hängende Augenlider entstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall war das nicht ganz so einfach, hat dann aber doch funktioniert. Und dann habe ich einfach die Haut darunter auch so ein bisschen abgepudert, damit es so ein bisschen matter ist. Und ich muss sagen, da ist wirklich mehr. Also wenn man hier ein bisschen mehr Latex nimmt, ist das wirklich deutlich leichter. Aber es hat einfach ganz gut funktioniert und der kleine Hundi wollte auch mal ins Bild, also beziehungsweise ich wollte, dass Hundi ins Bild kommt. Und dann bin ich mit dieser roten Theaterschminke, die dabei war, einfach unter meine Augenlider und habe das Ganze da aufgetragen. Das sah anfangs irgendwie so ein bisschen komisch aus, fand ich. Aber wenn man das wirklich gut verblendet und da einarbeitet, dann funktioniert das ziemlich gut. Da war auch noch so eine braune Farbe bei, die habe ich einfach mit der roten gemischt und dann wirklich so da aufgetragen, wo diese Latexhaut wieder anfängt. Und dann war da auch noch so schwarze Theaterfarbe bei. Die war so ein bisschen flüssiger, was aber ziemlich gut war, denn die habe ich wirklich da in diese Haut und habe das so ein bisschen abgezogen, so aufgetragen, was ihr gerade gesehen habt. Und dann habe ich einfach wieder, das so muss ich sagen, nach Gefühl gemacht irgendwann. Habe einfach immer rot genommen, ein bisschen schwarz, ein bisschen was gemischt und bin da einfach mit verschiedenen Pinseln drüber und habe das Ganze so verblendet, damit es möglichst gruselig aussieht. Ich muss sagen, ich habe wirklich sowas ja noch nie gemacht und es war nicht so ganz einfach. Aber wenn man das dann am Ende mit diesem Schwamm, der da auch bei war, verblendet, dann ist es eigentlich, finde ich, ziemlich cool geworden. Und das Highlight ist natürlich das Blut, das war auch dabei und das habe ich einfach mit dem Schwamm so aufgetragen und dann hat mir jemand geholfen und hat mir da so Blut rauslaufen lassen. Das finde ich sieht am coolsten aus. Ich habe mich jetzt nur für eine Seite entschieden, weil ich es irgendwie doof fand, wenn beide Seiten gleich aussehen und auf der anderen Seite habe ich einfach nur so ein bisschen was von dem Kunstblut aufgetupft, habe mir noch Eyeliner gezogen und roten Lippenstift aufgetragen und ich finde das Ergebnis richtig cool und bin sehr, sehr zufrieden. Schreibt unbedingt unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich bin der absolute Anfänger, deswegen fand ich, ist es richtig gut geworden. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten schaut auf jeden Fall bei Jettes Video vorbei. Ich habe ihr natürlich auch eine Sache geschickt und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Also, wie gesagt, falls ihr selber irgendein Halloween-Look schon mal geschminkt habt oder irgendwas dieses Jahr plant und schon ausprobiert habt, dann schickt mir unbedingt Fotos oder auch an Halloween direkt auf Twitter, Instagram oder Snapchat. Freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!